Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten App Review und zwar mit SolarWalk. Also das Solarsystem hier einmal komplett zu sehen und zu durchgehen. Man kann ja sehen, man kann das wunderbar in alle Ecken und Enden verschieben hier. Reinzoomen und rauszoomen kann man. Und das ist hier eine wunderschöne App, finde ich, die unser ganzes Sonnensystem darstellt. Und man sieht die einzelnen Planeten. Einmal hier den Titan, Dione, den Mimas und was es nicht noch alles so gibt. So, das Problem daran ist natürlich bloß der Saturn. Gucken wir mal hier auf Informationen, der direkt vor uns liegt. Da ist er. Kann man hier natürlich einsehen. Also das ist jetzt noch nicht das Problem, was ich eigentlich erwähnen will. Hier steht dann drinne, was man so über den Saturn wissen sollte. Und was so Interessantes darauf passiert ist. Saturn ist mit einem Durchmesser von 120.000 Kilometern der zweitgrößte Planet im Sonnensystem. Er umrundet die Sonne etwa alle 30 Jahre. Wir machen mal hier so ein bisschen aus, das störende Hintergrundgeräusch. Die etwa dem Zehnfachen des Abstandes der Erde und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen. Das ist das, was in Astronomie wahrscheinlich zählt, wo euch euer Lehrer wahrscheinlich auch für belobigen wird. Saturn, Fakten und Zahlen. Einmal der Abstand zur Sonne, dann haben wir den Radius, Volumen, Masse und Dichte und was es hier nicht alles noch zu beachten gibt. So, wie sieht der so von innen aus? Innere Struktur kann man also auch alles perfekt sehen. Dann kann man hier reinzoomen. Kann man leider nicht reinzoomen, schade. Man kann ihn natürlich drehen, aber man kann es, glaube ich, nur auf der einen Seite. Ja, man kann es nur auf der einen Seite erkennen. So wie der Kern wahrscheinlich des Saturns aussieht. Astronomische Bilder des Saturns kann man sich natürlich anschauen. Was ist da los? Ach doch, das sind die Bilder, die man hier so sehen kann. Sehr interessant gemacht. Wir gehen mal zurück und zwar direkt auf die Außenansicht. Was haben wir denn da jetzt? Ja, die Vollversion, da sieht man es schon, da ist der Haken. Die gab es mal als App of the Day. Ich habe es zu spät entdeckt und habe sie mir so runtergeladen. Die ganze App hat 300 Megabyte, kostet jetzt insgesamt nur noch 70 Cent. Ihr seht ja selber, 25 Planeten, Satelliten, bekannteste Sterne der Milchstraße, 8 Planeten mit verblüffenden Texturen, also alles in HD natürlich. Und 3D-Modeling. So, wenn man jetzt hier guckt, wir wollen auf den Titanplaneten eingehen zum Beispiel. Den können wir uns von außen anschauen, das ist ganz klar. Wir können auch ein bisschen ranzoomen. Wir gehen mal so rum, dass man ihn eigentlich der Sonnenseite zugegen sieht. So, man sieht es. Also die Kameraperspektive ist schon gut gemacht. Hier kann man natürlich jetzt nichts weiter erkennen, weil das nicht zur Version wahrscheinlich gehört. Was haben wir da? Heute ist der 17.07.2014, 8:44 Uhr haben wir es. Ich weiß nicht, ob das in Echtzeit hier bei dem Planeten mit einberufen wird. Das kann ich euch leider nicht direkt sagen. So, ach halt, stopp, da hinten. Wir müssen mal drehen, drehen, drehen. Da hinten ist der Neptun. So, zu dem können wir leider nicht gucken, weil dieses, ja, weil die Version halt, wie gesagt, die 70 Cent umfasst. So, und wenn wir rauszoomen, haben wir hier unser ganzes Sonnensystem mit Planeten Pluto, Saturn, Neptun, Uranus. Die Sonne und irgendwo hier befindet sich da natürlich auch die Erde. Gucken wir mal zur Sonne, können wir glaube ich, nee, können wir natürlich auch nicht gehen. Ich glaube, irgendein Planet war noch dabei. Hier haben wir dann die Planeten in der Übersicht: Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, bla 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 und so weiter und so fort. Zwergplaneten und Asteroiden kann man alle eingeben, die es bisher so gibt. Ich weiß nicht, ob das auch immer noch nachgetragen wird. Gucken wir mal. Schade. Kann man leider nichts weiter erkennen. Das finde ich schon mal sehr, sehr großen Mist. Aber. Wie man das hier schon mal sieht, von der Aufmachung her, ist es schon mal unheimlich gut gelungen, finde ich. Und ich habe so eine App, ja, so ähnlich schon mal, habe ich mir sowas schon mal angeschaut. Allerdings nicht so in der Detailtreue und ausgearbeiteten Informationen wie diese hier. Wenn man das hier mal so sieht, man kann hier wirklich ringsrum zoomen, da ist doch die Erde. Und wir können die Erde natürlich nicht irgendwie, können wir leider nicht irgendwie mit ranholen. Das ist natürlich großer Mist, wieso man nicht die Erde wenigstens frei zugänglich gemacht hat. Wahrscheinlich, weil das die meisten Leute interessiert und irgendwo ging es, das weiß ich. Da konnte man sich dann nochmal
Na, guck mal hier, wir können hier von denen, können wir überall rumreisen. Können wir zum Mars vielleicht nochmal? Nee, das geht leider auch nicht. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass man sich die wenigstens mal angucken könnte. So, gucken wir mal hier. So sieht also der Planet hier von oben aus. Also die Dione. Mal gucken, Informationen haben wir da. Dione ist ein kleiner Trabant von 1,123 Kilometern Durchmesser. Dann können wir hier wieder sehen, die Zahlen und Fakten und astronomische Bilder davon. Kann man, glaube ich, ranzoomen, oder? Kann man nicht? Können das aber auch querstellen. Das müsste funktionieren, genauso, dass man erstmal was sehen kann. Wahnsinnig gut aufgenommen, natürlich ultrascharf. Extrem interessant. Wir gehen mal wieder zurück. Was haben wir denn hier sonst noch für einen Planeten, den wir uns angucken können? Die scheinen ja alle zu funktionieren, so wie es aussieht. So, wir gehen mal auf Informationen drauf. Der zoomt sich direkt in den Vordergrund. Tethys ist ein kleiner Mond mit einem Durchmesser von. Und dann steht hier wieder die ganze Geschichte dazu, zumindest kleine Sachen. Und dann hier haben wir wieder Bilder davon. Kann man sich natürlich alles anschauen. Ist sehr interessant, auch wer das mal seinem Lehrer vielleicht zeigen will für den Astronomieunterricht. Der wird sich garantiert freuen über tatkräftige Unterstützung. Da kann sich der ein oder andere eine gute Note wahrscheinlich noch zu verdienen. Meine Empfehlung an der Stelle mal. So, dann gehen wir hier bei dem Reha nochmal auf diese Informationsbox. Ist der zweitgrößte Mond des Saturns. Also das sind die unterschiedlichen Monde des Saturns, wie man das hier so alles sieht. Wieder mit Datenangaben und Bildern. Ist auch ein sehr schönes Bild. Müssen wir mal gucken, kriegen wir das groß? Wir kriegen es groß. Auf jeden Fall wunderbar aufgelöste Aufnahmen dabei. Da kann man nicht meckern. Und ich denke mal, so als kleiner Anreiz, dass es die App gibt, dafür reicht die Vorstellung mal. Zum Solarwalk, dass man unser ganzes Sonnen- und Sternsystem einfach mal betrachten kann, was man hier so alles drinne findet. Hier sieht man es, da hinten sind noch ewig weitere Sterne. Was allerdings davon irgendwann mal ausgearbeitet wird, das kann ich leider nicht so direkt sagen. Oder inwiefern hier alles weiter bearbeitet wird. Können wir leider auch nicht aufrufen. Schade. Ärgerlich genug, wenn wir jetzt hier mal zurückgehen. Sonne können wir nicht nehmen. Es muss doch hier irgendwo ein zugänglicher Punkt sein. Können wir jetzt doch zur Erde oder was ist los? Ah, natürlich nicht. Was haben wir denn da? Starwalk. Unsere Apps, das ist die andere App davon. Bei Einstellungen, was können wir da machen? Töne, Musik, Modus anzeigen. Anzeigemodus, was ist das? Was ist das denn jetzt hier? Mein 3D-Modus jetzt dadurch? Tatsache, wer eine 3D-Brille hat, kann sich also in 3D den ganzen Spaß hier dann einmal angucken. Das ist natürlich sehr geil. Also eine ganz normale, nicht eine Kinobrille mit 3D oder Ultra 3D, sondern ganz normal. Ich glaube, die haben blaue, rote Gläser. Und dann sieht man ja schon, dann kann man das Ganze auf dem Handy-Display in 3D betrachten. Ist natürlich eine sehr geile Idee. Macht das Ding hier also ohne Probleme mit. Machen wir wieder zurück auf den Anzeigemodus. Dann seht ihr ja den Unterschied glasklar. Und ansonsten HD-Grafik, je nachdem welches Handy ihr habt. Gleichzeitig natürlich noch hier mit. Mit HD-Optik und 3D. Das wollte ich eigentlich sagen. Es ist sehr interessant gemacht. Wie gesagt, ihr habt eine Menge Planeten, wenn man die Vollversion hat, die man aufrufen kann. Satelliten haben wir hier. Schade, kann man nicht ein einziges von verwenden. Sehr ärgerlich. Was haben wir hier? Die Sterne. Kann man auch kein einziges von verwenden. Aber trotz alledem meine Empfehlung an der Stelle mal Solarwalk. Sehr interessante App. Cool ausgearbeitet, leicht groß, aber ich meine, dafür bietet sie dann auch was. Ja, und wer Interesse hat über unser Planeten oder Sonnensystem mal ein bisschen mehr zu erfahren, der kann sich natürlich kostenlos im Play Store herunterladen. Den Link findet ihr wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Finde ich gut, muss ich sagen. Bin ich echt begeistert von. So, wir können uns ja hier mal die Sonne ansehen. Guck mal hier sogar mit. Halt, langsam.
mit Sonneneruptionen auf der Oberfläche. Also selbst das ist animiert und detailliert dargestellt. Das ist sehr cool gemacht. Die kleinsten Bewegungen sind nachgeahmt und ansonsten könnt ihr ja einfach mal durch den Weltraum fliegen. Viel Spaß an der Stelle damit und wir sehen uns bei der nächsten Apple Review. Auf Wiedersehen.